Liebe Golferinnen, liebe Golfer, heute gibt es wieder ein paar Tipps in der Corona-Zeit, die ihr zu Hause schön im Garten machen könnt. Wir kümmern uns heute nochmal um euren Driver und wollen da einfach nochmal so ein paar Faktoren besprechen, die für mehr Länge sorgen und zusätzlich gegen den Slice sind. Der erste wesentliche Faktor gegen den Slice ist immer die Schlagfläche, weil die Schlagfläche im Moment des Treffens hat die größte Auswirkung auf den Drall des Balles, den er dann in seiner Flugkurve bekommt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall gegen den Slice eher eine leicht geschlossene Schlagfläche oder eine gerade Schlagfläche. Und das wird natürlich auch dafür sorgen, dass, wenn keine Rechtskurve, ein Rechtsdrall entsteht, sozusagen mehr Länge bei eurem Drive vorhanden ist. Um dieses mehr an Länge zu produzieren, ist ganz entscheidend als allererstes die Position eures Griffes. Heißt, positioniert ihr beide Hände mehr auf der rechten Seite eurer Griffmitte, wird auf jeden Fall die Bewegung der Hände dafür sorgen, dass ihr eine geschlossenere Schlagfläche bekommt. Das heißt, Punkt 1, beide Hände mehr auf die rechte Seite, mehr rechts der Griffmitte und schon wird sich das Schlägerblatt mehr schließen. Punkt 2, in eurer Bewegung, das heißt in eurem Ausholen, ist hier ganz entscheidend, auf Höhe der Hüfthöhe, wie die Position des Schlägerblattes ist. Bedeutet, zeigt die Schlagfläche eher mehr nach unten, ist das Schlägerblatt geschlossen. In der weiteren Ausholphase und Abschwung sollte das Schlägerblatt genauso zurückkommen. Hey, mein Ball! Wie soll ich jetzt weitermachen? Okay, nehmen wir einen neuen Ball. Also, zweiter entscheidender Punkt ist, das Schlägerblatt, wie gesagt, was eher durch die Position der Hände, Handrücken, Schlagfläche, beides zeigt mehr nach unten, ein geschlosseneres Schlägerblatt produzieren soll. Und der dritte entscheidende Faktor ist die Schwungbahn, die weniger von vorne, sondern mehr von der Seite zum Ball kommen sollte. Das könnt ihr gut trainieren, und zwar mit einer leeren Ballpackung. Die positioniert ihr auf Höhe der Schlägerspitze, einfach etwas weiter nach hinten versetzt, hier am Boden. Und dann ist das Ziel, diese Ballpackung während dieser Schwungphase auf keinen Fall zu treffen. Trainiert das zu Hause. Viel Spaß dabei.